Willkommen bei MoFun VR. Schönen Gruß aus Hamburg. Der Sommer ist ein bisschen eingetroffen. Trotzdem wollen wir ab und an was spielen. Allerdings hat sich Sony gedacht, wir sollen auch die Sonne genießen. Ja, ich wollte euch die Releases für die PlayStation VR für den Juli 2019 jetzt mal erzählen. Im Juni habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Da hatte ich zu viel zu tun. Da konnte ich kein Video machen. Aber das soll hier nicht einreißen. Deswegen für den Juli, auch wenn ich ein bisschen spät bin, heute am 2. Juli. Trotzdem noch das relativ aktuelle Video. Es ist auch gut so, dass ich am 2. Juli erst dieses Video schaffe zu schneiden, denn seit dem 1. Juli haben sich Dinge verändert. Scrapper the First Light sollte nämlich am 2. Juli weltweit erscheinen. Wurde auch in Deutschland angekündigt. Jetzt lese ich aber gestern Abend im PlayStation Blog, dass es für Australien, Bahrain, Belgien, Dänemark, Finnland, France, Germany, Italien, Libanon, Luxemburg, eine Handvoll Gegenden wird es nicht erscheinen am 2. Leider haben sie auch nicht geschrieben, wann dann. Erstmal nur, dass es nicht erscheint. Das ist Scrapper the First Light. Die ewige Story geht schon seit Anfang des Jahres, dass es rauskommen soll. Und es zieht sich und zieht sich. Es ist aber auch, glaube ich, nur ein mittelspannender Action-Titel. Ja, die kündigen zwar da immer sehr, sehr viel an. Aber so richtig aufregend sah das bisher nicht aus. Ihr fahrt mit in so einem Pott durch ein Gebäude und müsst alles niedermetzeln, was da ist. Ja, so ein bisschen ungewollte 90er Jahre Science-Fiction-Optik das Ganze. Und ja, Hebel drücken, metzeln, nächste Etage, Key einsammeln, Hebel drücken, metzeln. Das habe ich bisher davon gesehen. Was bemerkenswert ist, es hat sehr viele Controller-Unterstützung, quasi alles, was es gibt. Moves, Gamepad, sogar den Aim-Controller, in dem Kontext auch merkwürdig, weil ich sehe da immer Hände im Bild. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe aber einen Key, wir können uns das heute oder morgen sogar angucken. Und gut, ihr müsst noch ein bisschen warten. Wenn der Termin bekannt ist, werde ich ihn unter dieses Video schreiben. Genau wie alle anderen, denn ich kann euch jetzt natürlich nur die jetzt in diesem Moment bekannten Termine im Juli sagen. Da werden sicher das eine oder andere noch dazukommen von Spielen, die wir jetzt gerade nicht kennen. Die Veröffentlichungsmechaniken im VR-Bereich hier sind ja recht eigentümlich. Aber immerhin sind es irgendwie vier, fünf Titel diesen Monat, die wir jetzt schon wissen. Als nächstes habe ich nämlich auch gestern erst im selben PlayStation Blog von I'm Hungry gehört. Und das ist auch sehr strange, denn über diesen Titel, I'm Hungry, kann man nichts, aber auch gar nichts im ganzen Internet herausfinden. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft, außer dass ich ein Video gefunden habe von einem tschechischen oder polnischen jungen Mann, der das gespielt hat auf der Vive. So, das seht ihr hier gerade im Hintergrund. Es ist also offensichtlich wieder so ein Foodtruck-Simulator, wo ihr im Multitasking irgendwie Essen zusammenstellen müsst und das den Leuten ausliefern müsst. Die Grafik finde ich in dem Fall sehr, sehr geil, sehr beeindruckend, sieht sehr cool aus. Was das Ganze kann, wie viel es kosten wird und ob es wirklich bei uns, wie es der europäische PlayStation-Blog behauptet, am 3. erscheint, lasse ich mich überraschen, aber das habt ihr jetzt tatsächlich hier zuerst gehört, denn ich hatte bisher davon noch keine Information. Dann kommt am 5. Juli ein Titel, glaube ich, auf den viele schon warten, Sirento VR. Darüber habe ich aber schon was erzählt, und zwar im Mai, als er schon mal kommen sollte. Und das werden wir uns jetzt einfach ansehen. Moment. Ich lese mal kurz vor. Sirento VR ist ein auf Missionen ausgerichtetes VR-Action-Rollenspiel, das sich in naher Zukunft in einem neuen interpretierten Japan spielt. In Sirento spielen Sie als Mitglied des Silent Ones, einer rechtschaffenen, aber verdeckten Organisation, scheinbar gewöhnliche Menschen, die den längst verlassenen Code und die Kampfkünste der alten Samurais und Ninjas praktizieren. Sie haben die Aufgabe, das finstere Geheimnis hinter den anderen Mitgliedern der Silent Ones aufzudecken, die sich in verrückte nanoinfizierte Hüllen ihres früheren Selbst verwandeln und kämpfen sie dabei durch die Massen ihrer früheren Kameraden. So, das Ganze ist so ein Mix aus Super Hot und Raw Data. Ja. Bei Raw Data könnt ihr verschiedene Charakter spielen, mit Laserschwert und Wumme. Bei Sirento habt ihr alles auf einmal. Ja, da seid ihr der Laserschwert schwingende Gun Master und schnetzelt alles weg. Das Ganze wird auch den 3D-Rudder unterstützen. Und seht ihr, Arbeit gespart, musste ich nicht nochmal erzählen. Schöne Geschichte, ne? Und ich habe auch heute extra die Pudelmütze auf, damit euch gar nicht so aufgefallen ist, dass das der alte Mo aus dem letzten, vor 2 Monaten war. Okay, machen wir weiter mit
Penn and Teller. Das kommt am 9. Juli raus für die PlayStation VR. Und ich lese euch mal vor, was die Mixed darüber schreibt, denn das war für mich am einfachsten. Penn and Teller. VR. Frankly unfair, unkind, unnecessary and unhanced. Nee, unhented heißt die ungewöhnliche VR-Erfahrung, die man in den USA, die man mit den in den USA recht bekannten Zauberkünstler-Duo Penn, Jillette und Teller entwickelt wurde. Die Komiker spezialisieren sich laut Wikipedia auf blutige Tricks, raffinierte Streiche und das Enthüllen ihrer eigenen Zaubertricks. In Penn and Teller bleibt sich das Paar treu. Man setzt Familienmitglieder, Freunde und Bekannte eine VR-Brille auf und führt sie und führt mit ihnen mehr als 10 grausame Zaubertricks durch. Klingt ja toll. Beweise deine heilenden Hände in der Immersionstherapie. Teste deine telekinetischen Kräfte oder weise deine noch Freunde dabei an, die gefährlichste Vorführung im Showbusiness durchzuführen, heißt es in der Spielbeschreibung. Also für mich hört sich das so ein bisschen an, als wenn das so in die Kerbe wie Ritchies Plank stößt, ja, so ein Party-Ding. Ich habe von den Entwicklern netterweise einen Key für die Quest schon zur Verfügung gestellt bekommen. Also auch das werde ich mir die nächsten Tage mal genauer angucken. Könnt ihr mal auf dem Kanal bleiben. PlayStation-Version kommt am 9. Ein Key dafür soll ich auch kriegen, aber da werde ich wahrscheinlich dann im Urlaub sein. Da geht es ja dann aber nur noch darum, wie ist es technisch auf der PlayStation VR. Und ich denke mal, das interessiert vielleicht gar nicht so viele außer mir. Ne? So, und dann ist es auch wieder soweit. Ich bin diesmal bei Amazon drüber gestolpert, über den aktuellen Release-Termin von The Station, und zwar in der VR-Version. Auch dazu habe ich im Mai schon eine Geschichte erzählt, die schauen wir uns jetzt an. The Station ist ein Spiel, das es schon für Flat gibt und gab, für PlayStation und PC. Und das wurde mir bei der letzten Live-Sendung zugesteckt, dass es auf Amazon vorbestellbar ist. Für 24,99 könnt ihr die Retail-Version, also richtige Diskette, CD, bestellen. The Station ist ein Sci-Fi-Adventure. Da geht es hauptsächlich um Exploration und Rätsel, also Erkundung und so. Die Story dahinter ist ganz witzig. Irgendwann in der Zukunft, die Menschheit entdeckt eine außerirdische Zivilisation auf einem fremden Planeten, die sich scheinbar in einem Bürgerkrieg befindet und will sie erstmal mit einem kleinen Tarnraumschiff beobachten. Aber nach 17 Tagen bricht jeglicher Kontakt ab. Also schickt man einen Detektiv, ratet wer das ist, los, der sich an Bord der SPL Station umsehen soll. Nachdem man andockt, darf man sich in Ego-Sicht umsehen und wird von Stille sowie düsteren Räumen begrüßt. Ziel ist es, die dreiköpfige Crew zu finden: Pilotin Mila, Forscher Silas und Techniker Aiden. So, es soll nicht so lang sein, so roundabout 3 Stunden, aber hört sich doch alles ganz schnuckelig an. Interessant ist natürlich immer die technische Umsetzung. Wenn das ein Spiel ist, das es schon in Flat gab, so wird dann immer geschaut, wie wird das sein. Ich finde es ganz interessant. Ich mag jetzt Science Fiction. Und bei der Produktbeschreibung stehen hier noch: Eine Welt, die mit Augmented Reality verschmolzen ist. In der Zukunft wird ein fortschrittlicher Umgang mit Datensicherheit und dem Austausch von Informationen gepflegt und so weiter und so weiter. Intuitive Problemlösungen. Rekonstruiere Stück für Stück eine lebendige Handlung. Klingt doch ganz süß, oder? Vielen Dank, mein altes Ich, dass du mir die Arbeit gespart hast. Ich hoffe, es war informativ für euch. So, und dann ist das Einzige, was jetzt noch bekannt ist, und das ist schon lange, lange bekannt und lässt sich auch schon ewig für 19,99 € sogar im deutschen Store vorbestellen. Am 26. Juli kommt Wolfenstein Cyberpilot. Ja, gleichzeitig mit dem Flat-Titel Wolfenstein Youngblood, soweit ich weiß. Und in der Beschreibung steht: Wolfenstein Cyberpilot bringt die Revolution gegen die Nazis in die virtuelle Realität. Was? Erleben Sie die 80er Jahre in einem von Nazis besetzten Paris. Es geht ja dabei immer um so eine Parallelwelterzählung, ne? Also in den 80er Jahren war Paris gar nicht mehr von den Nazis besetzt, falls das der ein oder andere von euch gar nicht weiß. Aber das ist ja immer das Thema von Wolfenstein. Erleben Sie, achso, Ihre Mission: Unterstützen Sie die französische Resistance
um die Stadt der Liebe aus den gierigen Klauen des faschistischen Regimes zu befreien, hacken sie sich in die Kampfmaschinen ihrer Feinde und nutzen sie unter anderem einen feuerspuckenden Panzerhund, um den Nazis ihren wahrsten Sinne des Wortes Feuer unterm Arsch zu machen. So, da hat sich aber jemand richtig reingehängt mit den Texten. Tatsächlich ist der Trailer, den ihr hier im Hintergrund seht, ist immer noch der, ich glaube, von der E3 2018 oder so. Seitdem haben wir nie wieder neues Material gesehen. Ich habe irgendwo einen Test gelesen, dass die Leute gesagt haben, okay, das ist jetzt aber nur eine langweilige Ballerbude. Ich hoffe, Bethesda immerhin hat da bis zu Release jetzt noch ordentlich dran gefeilt, dass das irgendwie ein schönes Spiel ist. Die Grafik soll auf jeden Fall sehr schön sein. Und naja, es ist halt von Bethesda. Also schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Ich habe keine wahnsinnig hohen Erwartungen, aber die habe ich ja schon lange nicht mehr. Ne? Und dann wird man halt öfter mal positiv überrascht. Also was soll's. Kinder, das war's. Das war's, ja. Also, ich zähle es nochmal zusammen. Das gute Scrapper, weiß man nicht. Ich schätze mal, das kommt dann noch diesen Monat. Dann I'm Hungry. What? Sirento sowieso. Penn & Teller. The Station. Und mit Wolfenstein wären es dann 6 Titel. Ich bin ziemlich sicher, da kommen noch mehr. Die werde ich euch dann immer hier unter das Video schreiben, damit ihr sozusagen eine Zusammenfassung irgendwo im Internet habt, wo ihr alle Titel angucken könnt. Und ansonsten freue ich mich aber auch, wenn ihr was unter dieses Video schreibt, und zwar Dinge wie Mutensen, danke für diese tolle Nachricht, dass I'm Hungry vielleicht rauskommt. Nee, macht mal, wie ihr denkt. Okay, das war's von mir, MoFun VR. Ich werde in nächster Zeit dann, also ab nächster Woche bin ich ganz, ganz viel im Urlaub und werde mal zusehen, dass ich euch vielleicht von unterwegs mit Sachen füttern kann. Die werden dann prinzipbedingt so ein bisschen Quest-lastig sein, weil ich natürlich keine Playstation mitschleppe. Und ich wünsche euch selbst auch einen schönen Urlaub und Sommer, falls ihr sowas jetzt haben werdet. Wie gesagt, die Woche werde ich noch ein paar Videos live hochpullen. Und ich freue mich über ein Däumchen nach oben. Damit helft ihr diesem Kanal fantastisch. Ihr könnt das natürlich auch abonnieren. Das hilft auch sehr. Und dann sind wir nämlich irgendwann mehr und können den Flettisten mal erzählen, wie der Hase läuft. Bis dann, so Mutanzen. Tschüssi.